Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 3 und ein Abo und der Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir sind immer noch in Boston unterwegs und ja, ich bin jetzt doch am nächsten Tag noch am Aufnehmen. Ich sag dir, ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ich ja eigentlich noch was anderes machen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich mal bei einer Webseite arbeiten, weil ich ja eigentlich Tears of the Kingdom Content dann machen möchte, aber ich hatte heute einfach nicht den Antrieb dafür. Ich programmiere schon so viel beruflich, da habe ich einfach mal dieses Wochenende jetzt genutzt, um wirklich zu chillen. Heute ist Sonntag. Ich nehme das jetzt noch auf hier. Die Parts sind aber schon eingerichtet, das heißt, heute kommt schon der erste Part. Also heute, wo wir das aufnehmen, kommt der erste Part auf YouTube wieder. Nach langer, langer Zeit. Und ja, wenn ich heute mit dem Stream fertig bin, dürften wir zumindest für 3-4 Wochen auf jeden Fall Assassin's Creed 3 vorproduziert haben. Wenn wir Glück haben, kommen wir heute zur Story. Also heute könnte es gut sein, dass wir Story machen, also im Stream. Nicht heute in dem Part leider. Tut mir leid auf YouTube, wir werden vermutlich nur erkunden. In diesem Part mal wieder. Seiten sammeln, dies, das. Ja. Naja, das gehört leider dazu. So ein bisschen, ne? Es ist schwierig. Es ist schwierig. So ist es halt. Ich meine, wir sind schon gut dabei. Boston ist so gut wie erkundet. Das heißt, wir haben bald echt alles erkundet, was man erkunden kann. Außer vielleicht, ich glaube, ich bin mir gerade unsicher, man kann das ja von hier aus sehen, was man erkundet hat, ne? Kann man hier auch erkunden? Nee, ne? Aber da hat man immer direkt die ganze Karte, ja. Okay, warum kann das nicht überall so sein? Oh Mann. Ich meine, ist jetzt nicht so interessant, dass wir hier rumlaufen, seien wir mal ehrlich. Also, klar, ich würde sagen, Potato, warum machst du das? Weil das bringt dir doch nichts. Ja, warum machst du 100% Potato? Bringt dir doch nichts. Das ist die gleiche Argumentation für mich. Ich meine, gehört auch wieder zu. Und ich glaube, es gab wirklich ein Achievement dafür, die ganze Karte aufzudecken. Weil sie da so stolz drauf waren, dass man das erste Mal Assassin's Creed die Karte so aufdecken kann. Ich weiß auch nicht, warum man sowas einbaut, wenn ich ehrlich bin. Das passt für mich nicht so, Assassin's Creed die Karte so aufdecken zu müssen. Vor allem, man sieht ja, es ist einfach nur eine nervige Aufgabe. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie was Spaßiges ist, wo man tolle, spaßige Sachen entdeckt bei. Wenn man jetzt wenigstens echt coole Sachen entdecken würde, dann würde ich ja vielleicht sogar sagen, ja gut, dann ist es eigentlich ganz cool, weil man entdeckt ja wenigstens coole Sachen. Entdeckt halt nichts. Also in der Regel entdeckt man halt nicht viel. Bisschen Klunker, ein Truhe vielleicht hier und da und das war's. Es ist ein bisschen wenig dann. Muss ich ehrlich sagen. Oh. Ja gut, das hier entdeckt man, aber auch sehr selten, ne? Muss man auch mal sagen. McNeils Salerei. In diesen Gebäuden wurden Schiffstakelage hergestellt. Wenn möglich, jetzt bitte nicht einschlafen. Zu der Zeit benötigten Schiffe eine erstaunliche Menge Seile. Über 30 Kilometer pro Schiff, was jeden Seilnerd in Entzückung versetzen dürfte. Das rüttelt dich vielleicht wieder wach. Der Ort ist nämlich nicht bekannt für seine Seile, zumindest nicht unter Historikern. Im März 1770 fragte einer der Arbeiter einen vorbeilaufenden Soldaten, ob er Arbeit suche, und sagte ihm dann, er könne ja mein Scheißhaus sauber machen. Die beiden stritten sich. Der Soldat ging und kam später mit mehreren seiner Freunde zurück. Eine Schlägerei brach aus. Diese eine Beleidigung führte zu tagelangen Kämpfen zwischen Soldaten und Seilern, und das war der Auslöser für das Massaker von Boston. Die Beziehung zwischen den Briten und den Bostonern zu der Zeit war, sagen wir, leicht angespannt. Die Geschichtsbücher sagen nicht, ob der Arbeiter jemals sein Scheißhaus geputzt bekommen hat, aber es scheint unwahrscheinlich. Tja, nicht mal das Scheißhaus wurde geputzt. Wie soll ein Mann arbeiten, wenn nicht mal das Scheißhaus sauber ist? Ja, aber das ist auch so eine Sache, die mir hier sehr auffällt. Ne? Also wir haben die Animus-Datenbank schon fast komplett und wir kriegen fast nie irgendwas angezeigt. Ne? Das war in anderen Teilen viel krasser. Ich weiß, vielleicht ist das auch nerviger, aber ich weiß nicht, das müsst ihr immer sagen. Also ihr habt ja dann, also wenn ihr Assassin's Creed 2 bei mir gesehen habt, wir haben ja alles vorgelesen immer, Animus-mäßig und so. War das jetzt nervig, dass da so viel war, oder war das cool, weil man super viel erfahren hat über die Orte? Weil hier habe ich halt das Gefühl, man erfährt nicht viel, ne? Man erfährt schon nicht wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. Klar, ein bisschen was erfährst du, aber schon selten. Nicht mal zu der Werft da vorne wurde irgendwas gepostet im Animus-Datenbank, also. Irgendwie schon ein bisschen, naja, ne? Aber gut, das ist vielleicht auch nur so ein Potato-Problem, keine Ahnung. Vielleicht seht ihr das gar nicht so eng, weil ihr sagt, nee, eigentlich interessiert mich nur das Gameplay. Und der ganze Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Das kann natürlich sein, aber ich bin halt ein bisschen anders, ne? Mich interessiert die Geschichte eigentlich. Ich finde die amerikanischen Unabhängigkeitskriege und so gar nicht so ein schlechtes Thema. Man hätte da viel mehr in den Animus irgendwie in die Datenbank reinpacken können, meiner Meinung nach.
vielleicht, also vielleicht ist Amerika auch einfach so langweilig. Das kann natürlich sein, dass wir da nicht viel drüber schreiben können. Aber das ist das, was ich halt daraus lese, ne? Amerika ist ein langweiliges Land, da kann man nicht viel drüber schreiben. Das ist das, was ich daraus mitbekomme. Es gibt da keine vielen Orte, die irgendwie interessant wären, historisch. Das, also so wirkt es auf mich, aber ich glaube, das ist nicht wahr, ne? Also ich glaube, da gibt's schon, es gibt schon einiges in Amerika, was an interessanten Gebäuden hier stehen würde. Auch zu dieser Zeit jetzt hier, wo es noch relativ, ja, wobei, kolonial ist es ja nicht mehr, ne? Also die sind ja schon sesshaft hier. Das ist ja schon gesiedelt. Es sind nicht mal, ist nicht mehr kolonial, ist es nicht mal ein Siedlertum. Ist ja schon Städte. Also die Amis sind halt da, ne? Die Amis sind etabliert. Das sind jetzt Amerikaner hier. Das ist ja auch der große Kampf, ne? Die Loyalisten gegen die Amerikaner quasi. Die Revolutionären waren ja quasi nichts anderes als die ersten Amerikaner dann. Die das in einem eigenen Land gemacht haben. Ich finde das lustig, weil, keine Ahnung. Darüber redet man so selten, wenn man irgendwie über Kolonien spricht. Man spricht immer nur über die anderen Kolonien der Franzosen, Spanier, Engländer und so. Man spricht immer über die anderen Kolonien, nicht über die hier. Also so, keine Ahnung, ich glaube, dass viele Menschen halt nicht so das Gefühl haben, dass Amerika eine Kolonie ist. Also war. Ist es ja nicht mehr, aber, ne? Dass es eine Kolonialgeschichte hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das vielen Leuten nicht so im Kopf ist. Da tut Assassin's Creed 3 natürlich was Gutes, weil es den Leuten das einfach in den Kopf ruft dadurch, dass man das erlebt. Ich meine, gut, man erlebt halt jetzt wirklich das Ende der Kolonialzeit, ne? Spirituosen. Ja, die nehme ich ja gerne, ne? Also die Baupläne, weil dann kann ich mich schön besaufen. Stimmt, ich habe noch unten Whisky. Vielleicht trinke ich ja dieses Wochenende doch noch was gleich. Dann wird Assassin's Creed vielleicht ein bisschen lustiger. Ich meine, es ist halt schon langweilig. Was soll ich sagen? Ich kann euch ja nicht anlügen. Ich lüge euch ungern an, deswegen tue ich das nicht. Ich lüge allgemein ungern. Nicht mal nur mit euch gegenüber, sondern allgemein lüge ich halt echt ungern. Ich meine, manchmal ist es halt notwendig, klar, ne? Wenn man jemanden nicht verletzen möchte oder so. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, ne? Mit Lügen und sowas. Wobei man da auch sagen muss, manchmal ist es auch nur, dass man Angst vor den Konsequenzen hat, seines eigenen Handelns, dass man jemanden anlügt und dann sagt man nur, ich habe nur gelogen, weil ich dir nicht wehtun wollte. Das Ding ist, wenn natürlich du irgendwelche Sachen gemacht hast, die jemand anderem wehtun und du verschweigst, das ist dann natürlich eine eklige Art von Lügen. Weil du einfach weil du Angst vor den Konsequenzen hast. Aber wenn dir zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir es mal an, du hast nicht viel Kontakt mit einer Person aus deiner Familie. Und diese Person stirbt. Ist mir gerade aktuell passiert, aber da hatte ich viel Kontakt mit der Person. Aber und es kommt die Frage auf, von wegen, ob diese Person, nehmen wir jetzt einfach eine Situation an, Mutter, zwei Kinder, bla, die Mutter stirbt. Das eine Kind hat nicht viel Kontakt mit der Mutter gehabt. Und das eine Kind fragt das andere Kind danach, nach dem Tod, was die Mutter von dem Kind gehalten hat, von dem anderen. Und du sagst der Person dann, dass die Mutter ihn geliebt hat, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Obwohl die vielleicht total mega den gehasst hat oder so. Was sehr schwer ist bei einer Mutter, weil eine Mutter liebt immer ihre Kinder, aber einfach mal angenommen, es wäre so. Und du würdest der Person das dann nicht sagen. Das wäre halt so eine Lüge, die man ausdrückt, ne? Eine Lüge, die man sagt, um jemanden nicht zu verletzen. Man hat nicht eigene Konsequenzen, die man fürchtet oder so. Man sagt das einfach dann nur, um der Person nicht weh zu tun. Obwohl man eigentlich weiß, dass es anders ist. Cheater. Und das sind so Lügen, die finde ich okay. Also. Aber um das andere Beispiel, das ist ja ein Beispiel, was viele Leute kennen. Ne? Also, ich denke mal, jeder Mensch, der schon mal betrogen wurde, kennt das Beispiel. Von wegen, bist irgendwie Beziehung, ne? Der Kerl wird ein bisschen misstrauisch, weil die Mädel immer mit irgendeinem bestimmten Typen abhängt oder sowas. Und da kommt dann die Frage, ob da was läuft. Und dann sagt man, nö. Und klar, tust du das natürlich auch irgendwo, um der Person nicht weh zu tun, wenn da was gelaufen ist. Das Ding ist aber einfach, du tust das ja eigentlich nur lügen, um quasi die Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Dass nämlich dann die Beziehung kaputt ist und dass du dann natürlich auf jeden Fall ein Feedback bekommst auf das, was du getan hast, ne? Das ist für mich keine Lüge, um jemanden nicht zu verletzen, sondern Lüge, um vor Konsequenzen wegzulaufen. Das finde ich zum Beispiel nicht in Ordnung. Das sind so Sachen, da muss man schon ehrlich sein. Wenn man Scheiße gebaut hat, sollte man zu der Scheiße stehen, die man getan hat.
Habe ich auch getan. Ich habe sogar Sachen hier schon im Let's Plays und so erwähnt, über Sachen in meiner Vergangenheit. Da kam ich nicht gut weg. Ich kann aber auch nichts anderes sagen. Ich muss halt manns genug sein, um dazu zu stehen, wenn ich Scheiße gebaut habe in meinem Leben. Und dann stehe ich auch dazu. Wenn das jemals jemand irgendwie ansprechen wird, großartig oder so, dann stehe ich auch dazu. Also, ich habe halt Fehler gemacht im Leben, ne? Das ist okay. Aber Leute anzulügen oder so, finde ich nicht gut. Nur um Konsequenzen aus dem Weg zu gehen, ne? Um nur besser dazustehen oder Konsequenzen aus dem Weg zu gehen oder so. Deswegen sage ich euch auch immer wieder, nehmt mich niemals als Vorbild, ne? Wirklich. Ihr könnt ein besseres Leben leben als ich, wenn ihr mich nicht als Vorbild nehmt. Egal was. Egal was. Egal für was, nehmt mich nicht als Vorbild. Und idealisiert mich bitte niemals, ne? Egal was ich mache, Tears of the Kingdom etc., wo ich wirklich viele Zuschauer hatte, idealisiert mich bitte niemals oder so, ne? Also, ich bin weit weg davon, guter Mensch, würde ich jetzt schon sagen, dass ich ein guter Mensch bin, aber, also meine Intentionen sind immer gut, aber ich sag mal, es ist mir halt nicht immer gut geglückt, ne? Also. So, die muss ich töten. Ich muss an diese Kiste kommen. Ach, keine Sorge, es ist nicht so schlimm, dass ich irgendjemanden umgebracht habe oder sowas. Keine Angst. So schlimme Dinge habe ich nicht getan. Aber auch ich habe Menschen wehgetan. Und teilweise wäre es halt auch vermeidbar gewesen. Aber das ist halt aus Egoismus dann geschehen. Ich meine, wird auch schwierig, Menschen zu finden, der das nicht getan hat im Leben, ne? Es wird schwierig, jemanden zu finden, der, wie man so schön sagt, ohne Sünde ist, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also. Das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, wir haben alle schon mal Scheiße gebaut. Wichtig ist halt dann einfach, meiner Meinung nach, zu der Scheiße zu stehen und Lehren daraus zu ziehen, ne? Auch für die Zukunft. Das ist immer wichtig. Das sind Sachen, die ich mitgeben kann. So, dann haben wir das ja auch entdeckt. Ja, Leute, ihr merkt, ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Deswegen erzähle ich jetzt irgendwelche Schwenke aus einem Thema, was wir schon mal hatten, lustigerweise. Aber nicht bei dem Let's Play von Assassin's Creed, glaube ich, sondern bei einem anderen. Aber ich meine, das Thema wird ja nicht schlechter, dadurch, dass ich es schon mal hatte, ne? Muss man auch mal ehrlich sein. Aber zum Thema Lügen fällt mir gerade noch eine Erweiterung der Diskussion ein. Was natürlich auch eine traurige Sache ist, wenn Menschen sich selbst belügen. Und sich dann auch glauben. Das ist auch so ein Ding, was für sehr viele Probleme sorgen kann. Nicht nur für sich selbst, auch für andere Menschen. Im Umfeld. Waschbärenpelze, 2 Stück und 2 Knöpfe. Okay. Da müssen wir auch mal gucken. Ich hoffe, ich kann die irgendwie auf der Map sehen oder so, die Mission oder irgendwo in den Sammelbaren oder sowas, keine Ahnung. Dass man irgendwo nachschauen kann, was für Sammelmissionen da man noch hat. Weil das mit den Knöpfen, die Knöpfe muss man herstellen lassen. Vom Schneider oder so, den Schneider haben wir noch nicht. Den Schneider kriegen wir auch, glaube ich, noch nicht. Den kann sein, dass es erst in New York soweit ist. Aber es wird auch nicht so lange dauern, bis wir nach New York kommen, glaube ich. Boston ist gar nicht so lange erstmal. Wir kommen, glaube ich, später nochmal nach Boston. Also ein paar Stunden ist Boston schon von der Story, aber meine Erinnerung an das Spiel ist ein bisschen verschwommen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass die Story sehr kurz war. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also die Story mit Connor war sehr kurz. Man hat ja am Anfang diesen ganzen Part mit Haven und so. Und das musste, wenn man das mit reinzählt, ist es schon eine normale Storylänge. Aber dadurch, dass man mit Connor so wenig Zeit verbringt, nämlich quasi so 7-8 Stunden in der Story, fühlt sich das irgendwie weird an, weil man so wenig Zeit mit Connor verbrachte. Hi, G. Simpson. Wir haben jetzt gerade schon ein wichtiges, tolles Thema gehabt, dass du das verpasst hast. Ja, ich habe über Lügen gesprochen. Sich selbst anlügen und Notlügen und Dinge und was für Lügen ich okay finde und was für Lügen ich ganz, ganz grauenvoll finde. Ja, Potato hat manchmal interessante Themen, ja. Kann man mir nicht nachsagen, dass ich nicht versuche, irgendwelche Themen zu finden, über die man quatschen kann. Aber ich kann es ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, es gibt für mich halt quasi. Also, ich ging eigentlich primär darum, dass es
Leute gibt, die halt sagen, ich lüge nur, um andere nicht zu verletzen. Und ich habe dann zwei Beispiele halt gebracht, zwei schnelle Beispiele, wo das wahr ist und wo ich meine, das ist geheuchelt und unwahr. Weil meiner Meinung nach gibt es halt da zwei Möglichkeiten. Also A, eine Mutter und zwei Kinder. Und das eine Kind hat nicht viel mit der Mutter zu tun. Die haben sich verstritten oder so. Und die Mutter stirbt und das eine Kind fragt das andere Kind, was die Mutter zuletzt noch über das Kind gedacht hat, mit dem man kein Kontakt mal war. Und egal, wenn die Mutter jetzt gesagt hat, irgendwie weiterhin verstritten war mit dem Kind und das gehasst hat oder so, du als Bruder dann sagst so, oder als Schwester, nee, die hat dich auch geliebt. Weißt du, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, um jemanden nicht zu verletzen. Weil du hast keinen eigenen Nachteil daraus, keinen Nachteil, wenn du die Wahrheit sagen würdest für dich selber. Aber du sagst das, um jemanden nicht zu verletzen. Anders ist halt, wenn du fremd gehst und dann sagst, nee, mit dem lief nichts. Weil das ist eine Lüge. Du willst zwar die Person nicht verletzen, aber du willst primär dich selber schützen. Freiheitsbaum. Der erste Protest gegen das Stempelgesetz begann hier unter diesem Baum im August 1765. Bald verkündete ein Schild, dass der Baum nun Freiheitsbaum hieße. Man sagt, der Name sollte Aufständische, die sich hier versammelten, von Gewalttaten abhalten. Aber das scheint in etwa so effektiv, wie wenn man einem Schlachtfeld den Namen Freudwiese gibt und hofft, dass alles gut wird. Schließlich wurde ein Fahnenmast in den Baum montiert und per Flagge die Leute zur Versammlung gerufen. Ungeliebte Personen hängte man, symbolisch nachgebildet, an diesem Baum. Die Söhne der Freiheit verschickten auch Vorladungen und für angebliche Verbrechen sollten Leute vor dem Baum wie vor einem Gericht erscheinen. Zum Beispiel die Unterstützung ungeliebter englischer Gesetze wie dem Stempelgesetz oder dem Teegesetz. Die Idee fand auch anderswo Anklang. Mehrere Städte hatten bald ihre eigenen Freiheitsbäume oder Freiheitsmaste. In New York entstand ein fortwährender Kampf zwischen den Söhnen der Freiheit, die immer wieder ihre Maste aufstellten, und der britischen Autorität, die sie wieder abriss. Wie ein altes Ehepaar, die sich mit der Klobrille nicht einig werden können. Gemäß der britischen Neigung, alles kaputt zu machen, was den Rebellen heilig war, wurde der Freiheitsbaum von Soldaten und Loyalisten während der Belagerung im Jahr 1775 gefällt und als dringend benötigtes Feuerholz verwendet. Im heutigen Boston findet man eine Gedenktafel an der Stelle, aber der Baum selbst wurde nie ersetzt. So viel zur ökologischen Nachhaltigkeit. Ja, ich hab doch recht, oder? Ich führe Selbstgespräche. So kann man das nennen, ja? Ich führe Gespräche mit Leuten, die in der Zukunft zuschauen werden. Ich weiß nicht, wie du denkst, wie Let's Plays funktionieren, aber man spricht zu jemandem, der potenziell in der Zukunft zuschaut. Wenn niemand im Chat schreibt. So funktionieren Let's Plays. Das heißt, man kann sogar hier in den Stream kommen, ohne was zu schreiben, und hat trotzdem Unterhaltung, weil ich immer irgendwas rede. Über irgendwelche Themen. Ja, und ich rede einfach mit dem Zuschauer, der zuschauen wird auf YouTube, weil ich weiß, dass Assassin's Creed 3 Aufrufe haben wird. Ich weiß das. Ich weiß, dass Leute das hier sehen. Ich weiß, dass Leute mich gerade hören. Also in der Zukunft, dann in 2-3 Wochen, wenn der Part online kommt. Assassin's Creed war eine Reihe, die bei mir tatsächlich auch schon vor Tears of the Kingdom gelaufen hat. Die hat gelaufen, die Reihe. Also 40, 50 Aufrufe pro Part halt, ne? Aber das ist schon okay für meine Verhältnisse. Es gab schon ein paar Fans von Assassin's Creed bei mir. Nee, ich habe keinen zweiten Chat. Ich nehme Let's Play auf, deswegen rede ich. Und Selbstgespräche sind es halt nur insoweit, dass ich halt keinen Gesprächspartner habe, der direkt da ist. Ich nenne es eher asynchrones Sprechen. Ich spreche jetzt und die Leute hören asynchron später zu. Der DLC? Was für ein DLC? Ich will doch nicht ein DLC. Nee. Was für ein DLC? Also das George Washington-Ding, das kommt erst später. Tears of the Kingdom. Was für ein DLC? Gibt's schon eine Ankündigung? Habe ich die Nintendo Direct verpasst? Gab's eine? Ihr verwirrt mich jetzt. Jetzt bin ich total verwirrt. So. Oh, übrigens.
Es hat funktioniert. Dieses komische Gedröhne die ganze Zeit, ne? Das ist ein Bug im Spiel, wenn man runterspringt. Dann geht das nicht weg. Wenn man von Aussichtspunkt runterspringt. Habe ich herausgefunden. Boston Common. Dieser Park hat die Ehre, der erste öffentliche Park in Nordamerika zu sein. Anfangs war an seiner Stelle das Weideland von William Blackstone oder Blackston, wenn dir die ursprüngliche Schreibweise lieber ist, der trotz seines Namens der erste weiße Siedler in der Gegend war. Als Boston größer wurde, zog Blackstone lieber in ein entlegeneres Gebiet und verkaufte sein Land für 30 Pfund an die wachsende Stadt, die es als Gemeindeland Commonland deklarierte, daher der Name. In den ersten ein oder zwei Jahrhunderten in Bostons Geschichte weideten hier Kühe, nie mehr als 70 auf einmal, exerzierten Soldaten, die britischen Truppen schlugen hier ihr Lager auf, fanden öffentliche Hinrichtungen statt für Verbrechen wie Hexerei oder Quäkersein oder man ging hier einfach nur spazieren, neben den Kühen und den Gehängten. Die Briten verließen ihr Heerlager, als sie im Jahr 1776 aus der Stadt flohen. Die öffentlichen Hinrichtungen endeten im Jahr 1817. Die Kühe wurden im Jahr 1830 verbrannt. Nur spazieren darf man immer noch, aber warum sollte man so ganz ohne Kühe? Ja, das weiß ich. Das weiß ich mit der indirekten Ankündigung. Aber es steht ja nichts zu Inhalten zum DLC. Nichts. Nur, dass DLCs kommen könnten, steht da. Also quasi steht da, dass die gleichen Sachen auch für DLCs zählen. Die gleichen Bestimmungen. Ich meine, das ist auch nur, um sich abzusichern für die Zukunft. Wer weiß, ob ein DLC kommt. Ich vermute stark, dass eins kommen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einfach keins kommt. Schießpulverlager. Diese Gebäude wurden als Lager für Schießpulver verwendet. Einerseits eine Notwendigkeit im kolonialen Amerika, andererseits eine äußerst gefährliche Umgebung. Kein Ort, neben dem man eine Wohnung beziehen möchte. Verschüttetes Pulver, beschädigte Fässer, unsachgemäße Belüftung des Gebäudes. All das stellte ein hohes Risiko dar und ein zufälliger Funke hätte das Pulver in der Luft oder auf dem Boden entzünden können. Wer in den Munitionslagern arbeitete, wurde dazu ermahnt, seine Hosentaschen nach Streichhölzern zu durchsuchen oder musste gar Kleidung ohne Taschen tragen, um diese Möglichkeit auszuschließen. Schuhe mussten ohne Nägel gefertigt oder mit Schuhüberziehern geschützt sein, um das Risiko von Funkenbildung zu reduzieren. Sämtliche Werkzeuge bestanden aus Holz und Kupfer. Im Allgemeinen wurden Munitionslager in abgelegenen Gebieten errichtet, wie das nahe des Boston Common. Innerhalb eines Forts musste man das Schießpulver natürlich in greifbarer Nähe haben, also wurden die Gebäude hier so konstruiert, dass sie bei einem Brand zusammenfielen und das Feuer erstickten, damit es sich nicht ausbreiten konnte. Wahrscheinlich muss ich es gar nicht erwähnen, aber Rauchen war hier ebenfalls verboten. Ja, danke Sean für den Hinweis. Hätte ich mir nicht denken können, tatsächlich nicht. Oh, da ist noch ein Fort. Fort Independence. Dann nehmen wir das auch noch ein. Da, 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 da. Fort Independence. Fort Independence Day. Ich muss ja mal ganz kurz drumherum erkunden, ne? Aufdecken und so. Karte aufdecken, ihr wisst, wie es ist. Potato muss alles aufdecken. Aber wir sind gut dabei. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein gutes Stück der Karte, ne? Vielleicht fehlt nur noch dieses Stück hier, wenn wir hier durch sind. Dann gehen wir noch mal nach Homestead, also in unsere Provinz, in unsere Stadt da. Oder Dorf. Siedlung war das Wort, was ich suchte. Gucken wir mal, ob da noch Missionen für uns sind. Und dann geht's mit der Hauptgeschichte endlich weiter. Hui. Dass das noch passieren würde, wa? Ich glaube, wir können hier über den Seeweg rein. Versuchen wir mal. Nicht? Schade. Na gut, da müssen wir einen anderen Weg finden.
Das hier ist ganz schön viel Sperrgebiet hier vorne. Da kommt man nicht einfach so rein. Okay, ich nehme an über die Bäume, ne? Kann man da hochklettern? Nee, oder? Oh, ich sehe was. Ich muss es mal ganz kurz entsorgen hier. Den Dreckskerl verloren. So tot wie es nur geht, das Viech. Was macht er da? Kackt er da gerade? Und der ignoriert mich wieder, wie es aussieht. Der Typ patrouilliert. Wir sollten natürlich ein bisschen abpassen, dass wir ihn vielleicht töten, wenn er wieder vorbeiläuft. Was sind das? Zwei? Ja. Ja gut, dann gehen wir hier rüber. Doch, dann steht der her. Okay, das Spiel möchte das was anders machen, glaube ich. Warum geht das nicht? Kein Attentat ausführen. Jetzt aber. Die Musik ist also schon laut, ne? Wenigstens ist die Musik schnell vorbei. So. Dann fackeln wir das Lager ab. Gehen schon mal zur Flagge. Dass der ausgelegt ist, markiert ist. Dass ich den quasi anvisiert habe. Wie leise diese Musik ist. Die war früher viel lauter.
Danke, Crosswind, fürs Folgen übrigens vor 9 Minuten. Wie leise diese Musik ist. Ich muss schon total still sein, damit man die Musik wenigstens leise im Hintergrund hören kann. So, weiter geht's. Ich überleg grad, wir gehen glaube ich zuerst hier hin, ne? Und dann decken wir das noch eben auf. Haben wir eigentlich einen neuen Almanach freigeschaltet gehabt? Nee, oder? Scheinbar nicht. Doch, oder? Ja. Poor Richards Almanach, 1773, Band 1. Vorwort. Geneigter und freundlicher Leser, dies ist das fünfte Mal, dass ich mich in der Öffentlichkeit gezeigt habe, um das kommende Jahr für meine ehrlichen Landsleute aufzuzeichnen und vorauszusagen, was geschehen kann, mag und nicht mag, wobei ich das Vergnügen habe, zu glauben, dass ich dies zur allgemeinen Zufriedenheit getan habe. In der Tat ist es bei der Vielzahl unserer astrologischen Weissagungen nicht verwunderlich, dass einige wenige fehlgehen, nicht durch Makel in der Kunst selbst, aber es ist wohl bekannt, dass ein einziger kleiner Fehler, eine winzige falsche Form, die übersehen wird, große Fehler nach sich zieht, aber auch wenn ich uns Jahrbuchschreibern andere Dinge entgehen mögen. Also glaube ich doch, dass wir im Allgemeinen den Tag des Monats treffen und ich glaube, dass dies als eines der nützlichsten Dinge in einem Jahrbuch geschätzt wird. Was das Wetter betrifft, wenn ich mir erlauben darf, auf die Methode zurückzugreifen, die mein Bruder JN bisweilen verwendet, und euch zu sagen, Schnee hier oder in Neuengland, Regen hier oder in South Carolina, Kälte nordwärts, Wärme südwärts und anderes. Welche Fehler auch immer ich hier mache, sollte ich doch sicher sein, nicht in ihnen entdeckt zu werden. Aber ich glaube, es wird niemandem, wo auch immer er sich befinden mag, dadurch ein Dienst erwiesen, dass er weiß, wie das Wetter in 1000 Meilen Entfernung ist. Und daher schreibe ich immer genau auf, welches Wetter meine Leser haben werden, wo auch immer sie sich gerade befinden. Wir wünschen nur ganz bescheiden einen Spielraum von einem oder zwei Tagen vor und einem oder zwei Tagen nach dem Tag der Vorhersage. Und sollte es nicht so eintreffen, lass es die Schuld des Druckers sein, der es sehr wahrscheinlich geändert oder verlegt hat, vielleicht um seine Ferien einzubringen. Und seither, trotz allem, was ich sagen kann, zollen die Menschen ihm großen Respekt, weil er meine Jahrbücher druckt. Das ist vernünftig, aber er sollte auch einen Teil der Schuld zugewiesen bekommen. Ich darf ihr jedoch nicht vergessen, der Öffentlichkeit für ihre gütige und freundliche Unterstützung zu danken, welche sie mir bislang zuteil werden ließ. Dennoch, wenn der großzügige Käufer meiner Arbeit sehen könnte, wie oft seine Münze das Feuer anfachen, den Topf abdichten, den Becher füllen und das Herz eines armen Mannes und einer guten alten Frau mit Freude erfüllen, würde er nicht denken, dass sein Geld schlecht angelegt sei, selbst wenn das Jahrbuch seines Freundes und Dieners R. Saunders nur eine halb leere Seite war. Klapperschlangenkraut. Die Indianer hüten schon seit langem das Geheimnis über die Heilung des Bisses dieses tödlichen Reptils, der Klapperschlange. Ich hoffe, diesem Teil der Welt einen wertvollen Dienst zu erweisen, indem ich es in der folgenden Beschreibung veröffentliche, gemeinsam mit dem Bild eines Blattes. Die Spitze und Zweige dieser Pflanze sind im August und September übersät mit dichten gelben Blüten. Sie gehört zur Gattung der Goldrutengewächse und unterscheidet sich von anderen Vertretern ihrer Art durch die Weichheit ihrer Blätter und ihren scharfen Geschmack. Zudem verursacht sie, wenn sie gekaut oder heruntergeschluckt wird, kurzzeitig Atemnot und ein Verengen der Kehle. Und der Stängel, der an einigen Orten ausgewachsenen Zustand etwas weniger als ein Yard hoch ist, anderswo höher, ist von matter violetter Farbe und weicht von feinem blauen Staub bedeckt, nicht unähnlich der englischen Pflaume. Sie wächst in den meisten Wäldern im Schatten der Bäume, jedoch wird sie selten groß und kräftig oder besitzt mehr als ein, zwei oder drei Stängel. Sie ist außerdem an den Ufern ausgetrockneter Bäche zu finden, manchmal darin und in Heckenreihen, aber am wohlsten fühlt sie sich an Flussläufen, wo die Erde nicht so fest und so feucht und so schattig ist. Ihre Wurzel wächst weiter über den Winter und wenn sie in einem guten Garten angepflanzt wird, treibt sie mindestens 50 Stängel aus, in ihrem zweiten oder dritten Jahr. Die Indianer verwenden sie auf verschiedene Weise. Manchmal quetschen sie sie zwischen Steinen aus, manchmal kauen sie sie und spucken sie in den Mund des Patienten. Manche legen sie auf die Wunde, andere um die Wunde herum. Manchmal kochen sie sie und verabreichen das Wasser zum Trinken oder waschen die Wunde damit aus. Aber immer muss etwas davon geschluckt werden, entweder mit dem Speichel oder mit Wasser. Der Weg zum Reichtum. Der Sinn des Geldes liegt allein darin, es zu besitzen. Für 6 Pfund im Jahr kann man 100 Pfund ausgeben, wenn man ein Mann von Besonnenheit und Ehrlichkeit ist. Der, der einen Groschen am Tag vergeudet, vergeudet 6 Pfund im Jahr. Was der Preis ist, 100 Pfund auszugeben. Der, der Zeit im Wert eines Groschens am Tag vergeudet, einen Tag nach dem anderen, vergeudet das Privileg, 100 Pfund im Jahr auszugeben. Der, der Zeit im Wert von 5 Sekunden verliert, verliert 5 Sekunden und könnte ebenso diese 5 Sekunden in einen Fluss werfen. Der, der 5 Sekunden verliert, verliert nicht nur die Summe, sondern auch allen Gewinn, die sie ihr gebracht hätte, wäre sie dem Handel zugeführt worden. Was, wenn ein junger Mann alt wird, einem Sack voll Geld entspricht?
Ich glaube, 5 S ist nicht Sekunden, aber ich bin gerade unsicher. Wiederum, der gegen Kredit verkauft, verlangt einen Preis für das, was er verkauft, der den Grundwert und den Zinsen für die Zeit entspricht, die er auf sein Geld verzichten muss. Daher zahlt der, der auf Kredit kauft, gleich Zinsen auf das, was er kauft. Und der, der mit Bargeld bezahlt, kann dieses Geld nicht anders verwenden, so dass der, der etwas besitzt, das er kauft, Zinsen durch den Besitz und die Benutzung bezahlt. Bedenke dann, dass, wenn du versucht bist, unnötige Haushaltsgegenstände oder irgendein anderes überflüssiges Ding zu erwerben, ob du auch willens bist, Zinsen und Zinseszinsen dafür für den Rest deines Lebens zu zahlen und mehr, wenn es dich abnutzt. Daher ist es beim Erwerb von Gütern am besten, mit Bargeld zu bezahlen, weil der, der gegen Kredit verkauft, erwartet, 5% zu verlieren, wenn die Schuld nicht beglichen wird. Daher steckt er auf alle Kreditverkäufe etwas auf, das diesen Verlust wieder ausgleichen soll. Die, die bezahlen, was sie auf Kredit gekauft haben, zahlen ihren Anteil an diesen Aufschlag. Der, der mit Bargeld bezahlt, entkommt diesem Aufschlag. Ein Penny gespart ist 2 gewonnen. Ein Pfennig am Tag ist ein Groschen im Jahr. Sparen und Besitze, Kleinvieh macht auch Mist. 11. Monat, der Januar hat 31 Tage. Der größte Monat auf dem prunkvollsten Thron muss dennoch auf seinen eigenen Hintern sitzen. Das Meisterstück des Menschen ist es, nach seiner Bestimmung zu leben. Der, der dem alten Mann sein Abendessen stiehlt, tut ihm kein Unrecht. 12. Monat, der Februar hat 28 Tage, naja, 5, 6, 7, 27 Tage. Okay, 27 Tage. Der tragische Säugling kommt zur Welt. Beide Eltern klagen, beide begrüßen ihn voll Trauer. Der tragische Säugling wird vom Tode bestellt. Beide Eltern tragen ihn voller Freude zu Geh. Dieses Griechenland und Rom, die du mit Hohn bestrachtest, das ist nur tragische Unwissenheit für deinesgleichen. Aber wenn du die Bräuche aufwiegst, die du verachtest, mag diese tragische Unwissenheit dem Weisen bereichern. Ein Landmann zwischen 2 Anwälten ist wie ein Fisch zwischen 2 Katzen. Der, der es vermag, Ruhe zu finden, ist größer als der, der es vermag, Städte einzunehmen. Der Käse des Geizhalses ist am bekömmlichsten. 1. Monat, der März hat 30 Tage. Die Witwe Doris überschritt die Zeit ihrer Blüte. Ihr Gatte, längst tot, auch sie selbst schon betagt. Ihr Gram mit der Zeit zerfrisst ihre Güte und das, was sie tröstet, das bleibt ihr versagt. Jener Schmerz erstickt ihr bescheidenes Glück, Hoffnung auf Besserung besteht leider nicht. Es lässt sie hilflos und rastlos und trauernd zurück, denn der Alte ist fort und keine neue in Sicht. Liebe und Macht hassen Gesellschaft. Am ehesten erreichen wir Ruhm, indem wir tun, was unser Gewissen uns rät. Es wird viel Zeit dafür gegeben, ausgelacht zu werden. Es wird viel Geld dafür gegeben, ausgelacht zu werden, aber die Käufer bemerken das nicht. Sieh dir nur A's schönes Pferd und B's schönes Haus an. Eine Nymphe und ein Bursche beteten einst zu Apollo. Der Bursche sitzen gelassen, die Nymphe betrogen. So wollten sie herausfinden, ob das Orakel wisse von einer Nymphe, die keusch und einem Burschen, der treu ist. Apollo schwieg und lauschte der Frage und sprach dann weise die Antwort. Treu ist nur der, in den niemand vertraut, und eine keusche Nymphe ward niemals gesehen. Der, der sich selbst erfinden kann, ist weiser als der, der Bücher schreiben kann. Der arme Thor ist wie ein Gesunder und trinkt wie ein Kranker. Nach Verrat und Verlust werden Männer bescheidener und weiser. Liebe, Husten und Rauch lassen sich schlecht verbergen. 3. Monat, der Mai hat 31 Tage. Der reiche Nörgler beugt all seinen Gedanken und List, den Reichtum zu mehren, den die Seele ausgeben solle. Der arme Kluge nutzt alles, was ihm gegeben ist, das Vermögen auszugeben, weil er Sinn finden wolle. Wie glücklich würde sich jeder in sein Schicksal schätzen, wenn der Nörgler seinen Humor und der Arme sein Geld haben kann. Gutes Schicksal und Glück fügt sie zusammen und mach aus 2 Schuften einen glücklichen Mann. Gut gemacht ist besser als gut gesagt. Feines Leinen, Mädchen und Gold, suche nicht bei Kerzenschein aus. Der, der zu gut zu Fuß ist, behält ein gutes Pferd. Es gibt keine hässliche Liebe oder schöne Gefängnisse und keine bessere Beziehung als zu einem bescheidenen und treuen Freund. 4. Monat, Juni hat 30 Tage. Junge, bring eine chinesische Schale her, mit Wasser gefüllt, kühl und klar, eine Karaffe mit Jamaika schwer und einen Silberlöffel, sauber und wahr. Schneide klein den Zucker fein, richte Messer, Ärmel und Glas, bring herbei die Frucht sodann und wir sind glücklich, bis 10 schlägt es an. Ein Reisender sollte die Nase eines Schweins, die Beine eines Rehs und den Rücken eines Esels haben. Ins Haus eines arbeitenden Mannes blickt der Hunger hinein, wagt es aber nicht einzutreten. Ein guter Anwalt ist ein schlechter Nachbar. Ja, Karaman ist grüßen. Ja, das war ein langer Text, ne? Das war ein sehr langer Text. Der Part ist doch vorbei. Das war jetzt bestimmt 10 Minuten vorlesen. Für diesen einen Text. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!